So schnell geht das. Der DAX ist mittlerweile schon wieder ca. 200 Punkte von seinem jüngst erreichten Jahreshoch entfernt. Und da fragt sich der Privatanleger, Aktien jetzt eher verkaufen? Geht es weiter runter oder sollte ich die Schwäche nutzen, um zuzukaufen? Fragen, die ich gerne weitergeben möchte an den Fondsmanager Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Wie handhaben Sie das in Ihrem Fonds? Nutzen Sie die aktuelle Situation eher, um zuzukaufen? Also wir haben die Aktienquote schon in der Schwächephase oder in den Schwächephasen dieses Jahres von ca. 50% auf 65% erhöht. Wobei man dazu sagen muss, das sind nicht nur reine Aktien, die wir hier halten oder die im Fonds eben enthalten sind. Das sind ca. 33% reine Aktieninvestments. Der Rest verteilt sich dann auf etwas konservativere Strategien, wie beispielsweise Mischfonds oder eben derivative Strategien auf bestimmte Aktienindizes. Wie sieht da die regionale Aufteilung aus? Der Privatanleger hierzulande investiert meist in deutsche Aktien. Das wird immer wieder gesagt, ist ein Fehler. Also wie sieht da die Aufteilung aus? Wir gewichten sehr stark europäische Titel und auch hier Deutschland als mit ein großer Favorit. Allein 10% des Fondsvermögens sind in DAX-Werten investiert. Uns gefällt hier vor allem die Exportstärke der deutschen Titel, die dann eben von einer möglichen anziehenden weltweiten Konjunktur profitieren können. Also auch wir gewichten eher die japanischen und die US-Werte schwach im Vergleich zu europäischen oder deutschen Titeln. Also auch hier der Heimnimbus sozusagen, das Pro für die deutschen und für die europäischen Unternehmen. Letzte Frage, Emerging Markets haben Sie jetzt noch gar nicht weiter angesprochen bei dieser Neudeutsch Asset Allocation. Wie sehen Sie aktuell die Schwellenmärkte? Auch Emerging Markets nehmen ein recht hohes Gewicht im Fonds ein. Also wir liegen im reinen Aktienanteil bei über 10% reine Emerging Markets Aktien. Also Aktien oder Unternehmen, die ihren Heimatstandort in den Emerging Markets haben. Aber auch im restlichen Universum, im restlichen Aktienuniversum versuchen wir Werte herauszufiltern, die zwar nicht direkt in den Emerging Markets beheimatet sind, aber dennoch von aufstrebenden Märkten profitieren können, indem zum Beispiel gewisse Güter in diese Märkte investiert werden. Also Aktienübergewichten, sagt Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.